Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Starfield auf Altair 1 bei Hella, der uns ein bisschen aufgeklärt hat, was mit Barrett passiert ist. Den haben nämlich schon wieder die Piraten am Wickel. Ja, in der letzten Folge, da habe ich festgestellt, ja, wir waren auf einer, ja, ganz kurz, alles zusammengerissen, wir waren auf einer Raumstation das erste Mal. Das war mehr so eine Arztpraxis im All. Dann haben wir uns mit Alban unterhalten auf Altair 2 mit seinen Familien, wo wir irgendwelche Satelliten reparieren sollen. Und da habe ich mich dann entschieden, erstmal die Hauptmission mit Barrett weiter zu verfolgen. Ganz grob am Ende, so sind wir auch hier gelandet. Und da ist mir aufgefallen, dass dieser Planet hier, wenn wir da mal rausgehen auf die Map, dass der ja mega viele Ressourcen hat. Guckt euch das mal an. Blei, Nickel, Uran, Kobalt, Silber, Iridium, Platin, vor allem Platin, das braucht man ja für die Waffen immer und den ganzen Kram. Und jetzt habe ich echt so ein Verlangen, hier irgendwie so eine Basis zu bauen, das soll man ja eh tun. Also das war ja mal oben angesagt, baue eine Basis, können wir das nicht im Mission Log sehen? War das nicht Fraktion, Aktivitäten? Sprich, bla bla bla, Handscanner, ein Außenposten. Dann würde ich sagen, wir aktivieren das mal und gucken mal, wie das funktioniert. So, Mission, Aktivitäten. Platziere per Handscanner einen Außenposten. Ja. Wie? Moment. Wir können doch die Ressourcen anzeigen hier. Kann ich das jetzt sehen, was wo ist? Ja, das ist alles grau, das ist ja schwierig. Platin, Iridium, sowas, ne, Silber, Kobalt, also Kobold gibt's auch. Grüße an die Grünen. Platin und Plutonium. Ey, hier ist wirklich alles Wichtige, so was man sich vorstellen kann. Uran, Plutonium, wir können auch Bomben basteln. Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich gefleckt von YouTube. Aber, achso, wir sehen es ja, wenn wir drauf gehen. Hier ist alles voller Uran. Wo ist denn Platin? Da würde ich gerne landen. Uran, das ist alles Uran. Blei? Was ist das? Das sind blau. Steinwüste, Altair 1. Da könnten wir auf jeden Fall trotzdem landen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre sowas wie ein Ozean, weil das so blau ist. Na toll, jetzt finde mal hier Nickel. Blei. Uran gibt es ja en masse, ey. Aber wo ist denn jetzt hier Plutonium und so ein Zeug? Der hat doch gesagt, und vor allem Platin. Nickel wäre hier. Mal noch ein bisschen näher ran. Oh ja, man kann näher ran zoomen. Das ist gut. Was bist denn du? Ist auch Blei. Blei. Nickel. Ja, jetzt. Warum? Du hast es doch gesagt. Platin, aber. Mh, ja, jetzt finden wir hier Platin. Blei. 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 Na toll. Hier vielleicht. Das ist gar nichts. Hey, sag mal, willst du mich jetzt veräppeln? Was bist du? Das ist doch was hier, oder? Uran? Uran? Na, das wird jetzt eine Sisyphus-Arbeit. Hier ist Nickel. Hier hätten wir Uran und Nickel, oder was? Ah, das ist vielleicht gar nicht. Wenn wir hier die Basis auf das bauen, nicht Uran, Nickel. Na? Also hier bei dem Nickel, wenn wir hier Nickel und dann da hätten wir wahrscheinlich Nickel und Uran. Wenn ich das richtig verstehe. Nickel? Aber nicht die kleinen Dinger hier nur, oder? Das ist auch Blei, Blei. Blei? Ey, sag mal, du sagst mir doch, dass es hier Platin gibt, aber wo denn? Das hier vielleicht? Blei? Blei? Nickel? Hm, verdammter Mist. Also Nickel und Uran ist hier mega verfügbar. Da sind wir gerade gelandet. Was gibt's denn bei unserem Landeplatz? Was bist du denn? Auch Blei? Und hier? Nickel? Blei? Nickel? Uran? Sie hätten mir Nickel, Blei, Uran in dem
Bereich. Leute, ich will... Mann, verdammt, das geht schon wieder los hier mit ewig Rubeneiern. Denkt an die Timestamps unter dem Video. Ihr könnt das dann gerne überspringen. Das mache ich ja immer. Ein bisschen Zeitverzöger kommt, aber es ist dann da. So ein paar Tage später. Wenn ihr die Folge vielleicht seht. Was ist denn hier? Jetzt zeig mir doch mal bitte... Blei? Blei? Ja, das ist alles Blei. Ich will Platin, verfluchter Mist. Platin, Blei. Hä? Das verstehe ich nicht. Der wechselt von Platin auf Blei. Iridium, Silber. Blei, Platin. Gibt es im Blei mit Platin? Ist das dieselbe Farbe und ich muss da drin... Plutonium habe ich auch noch nicht wirklich gesehen. Das ist ein bisschen kacke, weil die Farben alle gleich sind, ne? Hier Silber gibt es auch. Vielleicht kann man das Platin und das Plutonium leider nur auf dem Planeten farmen. Sehe ich das vielleicht richtig? Und das hier an sich, also Blei so, Nickel und Uran, das sind die Hauptvorkommen. Also anders kann ich es mir jetzt nicht erklären, weil das Plutonium hier, PU, das finde ich ja so gar nicht. Das ist ja doof. Ich habe gedacht, wir könnten da sowas wie so ein Riesenvorkommen mit mehreren Sachen machen. Blei? Ja, es sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwie mal... Hier haben wir Blei? Blei, Uran? Aber dann hätte ich, glaube ich, weiß nicht, Nickel? Nickel und Uran. Sollen wir das mal versuchen, dass wir irgendwas finden mit Nickel und Uran? Hier ist Nickel, Nickel. Nickel. Blei. Nickel. Da ist Uran wieder zu weit weg. Wir gehen mal raus nochmal. Ich guck mal hier nach einer guten Mischung. Wie sieht's denn hier aus? Die Frage ist halt auch, wie weit ist das auseinander, wenn man dann da landet, ne? Komm schon, gibt's hier irgendwo was, wo ich mir sage, das könnte klappen? Aber der Planet an sich, der hat ja Ressourcen wirklich en masse. Was haben wir denn hier? Blei, Nickel. Ja, und kein Uran. Das Uran wäre dann erst wieder hier. Was gibt's denn hier? Nickel? Das ist doch aber auch leicht Uran, oder? Nickel, Nickel, Uran. Also ich hätte gern 1, 2, 3 auf einem Fleck. Gibt's es? Komm schon, du mieser Planet, jetzt ärgere mich nicht so. Kann doch nicht wahr sein jetzt, das muss doch, hier ist halt dunkel, da sehen wir nichts. Nicht viel, Grad. Das ist viel zu weit auseinander. So, hier haben wir Nickel, Uran und Blei, aber es ist trotzdem, ich glaube, das ist ein ewiges Stück hier. Blei, Uran, aber kein Nickel. Ah. Die Frage ist, was ist überhaupt wertvoller? Ich hätte jetzt gesagt Uran. Von dem ganzen Kram, den es hier gibt. Nickel, Uran, Uran. Hier ist jetzt Uran und Nickel. Aber kein Blei. Blei ist dann wieder erst hier. Boah, das ist gemein. Der Planet ist aber gemein zu mir. Echt, jetzt mal ohne Mist. Irgendwo so ein Ding, wo alle drei irgendwie aneinander kleben. Das wäre doch mal genial. Wenn nicht, dann nehme ich jetzt so ein Doppelding halt. Ich will überhaupt wissen, wie das funktioniert mit dem Bauen. Ja, da werden wir nicht landen. Das war jetzt erstmal nur so ein Plan. Landeplatz erkundet. Ja, was ist denn hier? Blei? Nickel, Nickel, Blei und dann kommt hier Uran. Zu weit weg, das bringt mich nicht weiter. Und vor allem, macht das was aus, ob die Dinger hier so klein sind? Nickel, Nickel, Uran. So wie diese Landzunge ist hier. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, Uran hier, Blei hier. Das wäre mega gut. Und dann vielleicht noch hier das Ding auch noch da dran, den Nickel. Ah,
Aber sowas, so viel Glück hat man wahrscheinlich dann doch nicht. Weil da hätte man, glaube ich, alles gut, ziemlich nah zusammen und braucht nicht so ständig hin und her fliegen, wenn man irgendwas baut. Abbaut. Was denn hier? Nickel? Blei? Ja, und kein Uran. Ah, doch, hier ist ja Uran, aber es ist halt nicht aneinander. Wir fliegen mal dahin. Ich will mir das mal angucken. Ich will mal wissen, wie weit das auseinander ist. Aber den Typen jetzt eigentlich mitgenommen da. Dürfen wir ja nicht vergessen, Nara. Scheiße. Ich glaube nicht. Hey, schon wieder 10 Minuten jetzt einen Planeten erkundet. Also optisch. Und aus muss noch dann. Oh, jetzt habe ich jetzt noch mal lesen können, was da steht. So, wo ist das Ding hier? Wie geht denn das über. Also hier haben wir jetzt. Wo? Wo landet hier ein Schiff? Oh, da hinten. Da bin ich wieder neugierig, aber ich glaube, wir lassen dieses jetzt erstmal hier. Ich will jetzt konzentriere ich mich mal wirklich auf diesen einen Kack. Wie geht denn das mit dem Bauen? Wo ging das? Wo stand das Bau? Mit R. Oh. Ja, toll, da weiß ich. Da sehe ich doch aber jetzt gar nicht, was für Ressourcen ich wo habe. Drehen, Maus abbrechen, bestätigen. Sagt er mir jetzt. Ah, verfügbare Ressourcen oben, Uran. Oben links sehe ich das doch jetzt. Na toll. Kann ich jetzt auf die Map gehen? Nee, es geht leider nicht. Escape abbrechen. Oh, was? Extreme solare Strahlung. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Und dafür habe ich den absolut falschen Anzug an, weil ich habe nämlich einen an, der, glaube ich, vor Kälte schützt, aber nicht vor Hitze. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen... Wir befinden uns jetzt hier. Und der sagt uns doch... Wo sind wir denn? Hier. Aber hier ist doch Nickel, wo ich rumrenne. Hier wäre Uran. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Landeziel festlegen. Oberflächenkarte G. Kann man damit irgendwie auch Ressourcen angucken? Nee, gell? Zum Schiff zurück. Mission L. Tab. Bin ich ein bisschen überfragt. Die Ansicht gefällt mir halt echt nicht mit dem... Was haben wir denn in den Einstellungen? Fotomodus? Nein. Gehen wir mal rein. Steuerung. Mausempfindlichkeit. Ah nee, Quatsch. Tastenbelegung. Vorwärts, Schritt links, bla bla bla. Das können wir alles aktivieren. E. R, Waffe nachladen, Kraft. Handscanner und Taschenlampe ist F. Datenmenü öffnen, ja, das kennen wir. Maus 3, Perspektive. Mit Maus 3 können wir eine Perspektive umschalten. Springen. Schleichen. Schnellskills. Okay, das bringt mir jetzt alles gar nichts. Schnellkraft. Ja. Nee. Jetzt gehen wir nochmal da rein. F. Und dann gucke ich mir mal Fotomodus. Die Oberflächenkarte. Was ist denn, wenn ich das mache? Ah, verdammt, das hat man gerade schon. Nochmal F. Scannen E, das weiß ich. Fotomodus, Oberflächenkarte, R, Außenposten. So, R, Außenposten. Ja, das gefällt mir aber so nicht. Das dauert ja ewig, bis ich da irgendwie... Was sagt der da unten? Objekt kann nicht platziert werden. Ah, weil es schwebt. Alles gut. Aber diese andere Ansicht hätte ich gerne. Ich hätte die gerne von oben irgendwie. Geht das nicht? Das ist ja total bescheuert so.
dass man von oben mal gucken kann, wo man sich bewegt irgendwie und vor allem auch sieht, wie was für ein Radius habe ich denn? Oh, hier gibt's hier gibt's Iridium. Ups. Und da vorne war Uran. Hier ist Uran. Ach, wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einfach. Jetzt probiere ich das Ding einfach mal hier hinzustellen. Weil hier haben wir Iridium. Und hier irgendwann kommt Uran. Oh, jetzt haben wir zwei. Ah, komm schon, bestätigen. Platzierst du ein Außenpostsignal, kannst du Objekte und Gebäude bauen. Mit Q und E kannst du durch die Baumenükategorie schalten. Mit Tab wechselst du in den Modifizieren-Modus. Um Außenpostenobjekte zu bauen, brauchst du Items und Ressourcen. Beim Bau eines Objektes werden die Materialkosten automatisch aus deinem Schiffsraum oder Inventar abgezogen. Ja gut, zum Glück habe ich ein volles Inventar. Das ist ja, oder? Doch, wir haben doch mega viele Ressourcen gesammelt. Voraussetzung für den Bau. Aluminium haben wir 71, Wolfram haben wir 27 und Eisen haben wir 31. Und Energie 5 brauchen wir. Produziert Iridium. Ja, toll. Jetzt, ich denke, wir hatten jetzt beides. Naja, schauen wir mal. Das Ding baut jetzt Iridium ab. Also wir haben jetzt Iridium aus dem Posten gebaut. Naja, warum nicht? Wir können ja dann auch Kuh abstellen und. Ey, jetzt bin ich ein bisschen überfordert gerade. Ja, ach die Scheiße. Extraktor Iridium. Ah. Moment. Wir hatten doch jetzt hier Iridium und... So, das hat er noch ausgewählt. Okay, ja, ich hab's verstanden. Hat er mir jetzt gleich so einen Extraktor gegeben, oder wie? Ah, jetzt! Sowas habe ich mir gewünscht. Mit der Flycam-Ansicht fällt es leichter, große Objekte zu bauen. Du kannst frei zwischen Ego- und Flycam-Perspektive wechseln. Ja, genial! Ah, und hier... ja, und wie war... Ah, so wandere ich jetzt. Sehe ich jetzt auch, was ich hier gerade abbauen kann? Ah, ne, hier drinnen sind wir. Wir haben jetzt quasi hier... Extratoren haben wir die. Aber wo sehe ich denn, wo jetzt hier Uran ist und so ein Zeug? Was war denn Uran? Ist das jetzt so ein Iridium-Ding auf Uranbau und ein Uran-Ding auf Iridium? Das wäre ja bescheuert. Wie komme ich jetzt raus? Escape verlassen. So, das ist jetzt erstmal unser Außenposten. Den haben wir schon mal gesetzt. Also, ich habe das Land geclaimed. Das gehört jetzt mir allein. Da muss ich auf jeden Fall drauf zugreifen, um was bauen zu können. An sich bewegen mich das nicht. Nee, das ist normal. Baumodus ist Tab. Tab der Baumodus. Ah, mit dem Mausrad kann ich jetzt auf Uran. Alter, jetzt! Da hinten ist... Ja, aber das ist außerhalb vom Bereich. Das ist ja bescheuert. Moment. Bau? Iridium-Uran. Aber wo ist denn... Woran erkenne ich denn, wo da so Zeug ist? Hier ist doch irgendein Gas. Das habe ich jetzt noch nicht kapiert. Zeigt ihr mir irgendwo an, produziert Iridium? Ja, aber zeigt ihr mir auch irgendwo an, ist das ein guter Standort oder nicht? Und Ulimild, erstmal zurück. Warte mal, Moment. Die Extratoren C und Z. Ah, jetzt, hier kann ich durchschalten. Transportbehälter? Feststoffbehälter? Ach du grüne Neune. Bülz? Einfacher Fabrikator? Ein Außenpostengebäude? Die Luftschleuse dafür zumindest? Jetzt können wir uns eine richtige Basis hier hinklatschen. Ein Wachturm? Krass. Industriewerkbank? Okay, Verteidigung? Ah, können die auch angegriffen werden? Ach du Scheiße. Ich habe keine Lust drauf. Sanitär-Minibot. Der macht sauber. Garten-Minibot.
Ah, und jetzt kommen die Möbel. Dekoration geht auch. Eine Ausstellungspuppe, da können wir dann. Ah, krass, da können wir dann irgendwelche Rüstungen hinstellen. Sonstiges, was ist bei Sonstiges? Ein Frachtlink, okay. Frachtlink-Intersystem. Eine Crewstation. Wird benötigt, damit du deinem Außenposten Crewmitglieder zuweisen kannst. Der Außenpostenverwaltungsskill erlaubt dir, bei deinen Außenposten mehr Crewstationen zu bauen. Ah, okay. Ah, scheiße, dann brauche ich so einen Skill. Die Auftrags. Oh, da können wir bei uns am. Das ist ja geil. Aufträge sammeln. Machen. Ja, jetzt aber zurück zu den Extratoren. Orte. Orten. Jetzt habe ich Orten gemacht, aber. Ich verstehe es nicht. Können wir da nicht ein bisschen weiter raussuchen? Das ist so nah dran. So. Ah, wenn ich mit der Maus zurückgehe. Ortung aufheben, Orten. Was? Objekt kann nicht platziert werden? Muss ich... Ich orte doch jetzt, oder? Hier, jetzt! Ist das noch bei uns drin im Bereich oder nicht? Oder wo bin ich überhaupt? Wo ist überhaupt mein... Na, wenn ich jetzt wüsste, was das ist. Ah, jetzt, das ist Iridium. Und hier wäre Uran. Ah, jetzt kapiere ich das. Man muss auf Orten gehen. Hier oben ist Uran. Und ich kann nicht weiter raus. Ah, jetzt, weiter raus geht's nicht. Das ist dann unsere Begrenzung. Aber hier könnten wir Uran abbauen. Aha. Haben wir nochmal irgendwo Uran hier? Oder war das nur da oben die Ecke? Ja, dann haben wir hier wahrscheinlich mehr Iridium. Da geht's nicht. Muss ich auf der Ressourcenader befinden. Hier haben wir eine Ressourcenader. Alles klar. So, das Ding, wie war das mit Drehen? Jetzt verstehe ich das. Dann bauen wir das Ding doch hierher. Ja, das Richtige, bitte. Das sieht aus wie so eine Pumpe. Na, und jetzt? Ich will das immer mit dem Mausrad drehen. Hm. Ja komm, wir platzieren das Ding jetzt eh bauen. Extraktoren, Iridium benötigt Energie, um zu funktionieren. Errichte über die Kategorie Energie eine Energiequelle, um das Objekt zu versorgen. Kategorie, da war ich doch... Wie ging das jetzt da oben? Boah, das ist so blöd. Mit Z können wir durchhüpfen. Energie. Energie! Wo sehe ich denn, was macht das für Energie? Ah, die Solardinger, die machen 8 Energie. Und die Windteile, Windturbinen, generieren auf Planeten mit dichter Atmosphäre mehr Energie. Okay, hier haben wir wahrscheinlich keine dichte Atmosphäre. Obwohl. Auf normalen Planeten, jetzt Erdplaneten, könnte man die Winddinger nehmen. Kraftstoff gibt es auch. Ein Betriebsschalter. Was für das... Hä? Ja dann gucken wir mal, wo wir die Solardinger hinklatschen hier. Natürlich nicht auf die Ressource, wenn es geht. Ah, ist unser Hauptposten? Laufe ich da unten gerade rum oder ist unser Fan? Rennt da unser Fan rum? Und ich? Ich stehe dumm rum und der Fan guckt zu, was ich treibe. Das ist ja witzig. Okay. Ja, dann ist das so. Achso, nee. Zack, zack. Wo machen wir denn die Energiedinger hin? Ich glaube, hier ist ein ganz guter Platz, hier oben. Na, es bleibt doch... So. Dann ernten, bauen eh. Einmal. Was kostet so ein Ding überhaupt? Hat der aber ja genug. Was brauche ich denn an Energie? Oh Leute, ich sehe... Benötigt? Ah, Gesamtertrag 8, benötigt 5. Ah, dann machen wir noch einen, haben wir 10. Energie... Moment, da haben wir 16 von 5.
Ich hätte jetzt gerne Paste Copy gemacht, das scheint nicht zu gehen hier. Jetzt haben wir 16. So. Bauen. Lager? Ne, ich will doch so einen anderen Extraktor bauen erstmal, komm. Wo waren die jetzt? Roboter, bla, Möbel, Dekoration, Anzeige, sonstiges, Extraktoren. Iridium haben wir schon, Uran brauche ich. Noch? Uran wollte ich noch abzapfen irgendwo. Wo waren das? Hier ist Iridium gewesen. Achso, ich muss erstmal orten. Da war's. Ah, das kriegt man echt nur an der Ecke. Also hier können wir platzieren. Aber ein bisschen drehen. Kann man auch spielen hier. Wir haben das echt nur an der Ecke erwischt, das Uran. Scheiße. Oh, jetzt komm schon. Ja dann. Hauen wir dich dahin. Extraktoren bauen Ressourcen über Zeit ab. Die meisten müssen auf eine Ressourcenader platziert werden. Einige Ressourcen kannst du aber auch aus der Atmosphäre abbauen. Sobald das Inventar des Extraktors voll ist, hört es auf zu produzieren. Verbindest du einen Lagerbehälter mit einem Ausgabelink, landen die abgebauten Ressourcen direkt im Behälter. Um einen Ausgabelink zu erstellen, wechsle mit Tab in den Modifizieren-Modus, markiere das Objekt. Oh Gott, das ist mir zu viel gerade. Ein Ausgabelink. Wie jetzt? Also wir brauchen so einen Behälter. Was für einen Behälter brauchen wir? Das sind so viele Informationen gerade. Verdammt, das ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Nur vom Lesen und Versuchen zu verstehen. Ach du Scheiße. Hört er auf zu produzieren? Verbindest du einen Lagerbehälter mit einem Ausgabelink, landet er direkt darin. Um einen Ausgabelink zu erstellen, wechselst du mit Tab in den Modifiziermodus, markiere das Objekt und drücke Maus 2, also rechte Maustaste, um alle passenden Ziele vorzunehmen. Die Ausgabe und drücke E, um es zu verbinden. Okay. Haben die Dinger jetzt schon Strom? Machen die schon was? Kann ich irgendwie Stromkabel da lang ziehen? Verstehe ich nicht. Wir haben jetzt benötigten Strom 10 und wir machen 16. Okay. Ach komm, wir bauen noch so ein bisschen Strom hierher, dass wir hier sicher sind. Ich meine, wenn hier später mal noch, wenn ich da noch Dinger dazu baue, wegen hier so Buden, wo wir dann uns drin aufhalten können, dann brauchen wir den wahrscheinlich eh. So, jetzt haben wir Strom 32. Ja, das ist jetzt fett. Die Dinger drehen sich sogar. Geil. Nice, wie ihr so sagt. Die jüngere Gesellschaft, die vielleicht mal reinschaut. Transferbehälter, das war das nicht. Wo war denn jetzt Lagerbehälter? Ein Lagerhaus klein. Sicheres Lager für produzierte Waren. Ah, da können wir auch ein Lagerhaus hinzimmern. Also ich würde sagen, das Lagerhaus, das machen wir mal hierher. Das machen wir mal direkt in die Nähe von unserem Hauptpunkt. Das ist aber nur ein Lagerhaus, nicht der Lagerbehälter. Oder doch? Braucht auf jeden Fall keinen Strom, so wie es aussieht. Gebäude, Herstellung, Verteidigung, Roboter, Möbel, nein. Ja, ist das jetzt... Der hat doch gesagt Lagerbehälter und nicht Lagerhaus. Lager. Feststoffbehälter. Klein. Großbehälter für verschiedene mineralische oder organische Ressourcen. Ah, jetzt? Jetzt wird ein Schuh draus. Flüssigkeitenbehälter, klein. Großbehälter für verschiedene Flüssigkeiten, wenn wir hier Flüssigkeiten finden. Großbehälter für verschiedene Gase, wenn wir Gase abbauen.
Und das sind Feststoffe und Uran und was haben wir noch gefunden? Und Iridium, das sind für mich Feststoffe. Und das ist ein absolutes Hauptlager nur. Und hier sind Transferbehälter. Ermöglicht den Transfer von Ladung, während du dich an Bord deines Schiffs findest. Das ist ja auch gut. Jetzt machen wir erstmal diese Feststoffbehälter hier. Feststoffbehälter klein. Ja, der wechselt ja automatisch. Wo ist denn eigentlich mein... Boah, ich habe keinen Dunst, wo ich denn jetzt das Ding gebaut? Verdammter Mist! Müssen wir ein bisschen raushuben hier. Da ist der eine. Und hier oben war noch irgendwo der andere. Ich sehe ihn nicht. Hä? Irgendwo hier am Rand habe ich doch den anderen gebaut. Ah, da oben. Okay, hier so zwischen Reihen vielleicht die Lagerbehälter machen. Jetzt habe ich den anderen schon wieder aus dem Blick verloren. Da unten. Ja, dann lasst uns doch mal diese Lagerbehälter hier hinbauen. Was kosten die Dinger denn? Adaptiver Rahmen 3. Oh, scheiße. Da können wir nur einen bauen. Ja, dann bauen wir den noch. Und jetzt haben wir nicht mehr genug Ressourcen. Dann brauchen wir adaptive Rahmen. Aluminium hätte ich genug. So, und wie kann ich denn jetzt... Modifizieren Modus. Jetzt bin ich modifizieren Modus. Ah, ich habe jetzt einen Pfeil. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Seht ihr, gell? Aber mit Strom brauchen wir scheinbar nichts machen. Arbeiten die Dinger schon oder müssen wir die mit Strom noch verbinden? Oh, ey. Also die Steuerung, das ist echt tricky. Ich hätte das Mausrad gemacht als Scroll, als Zoom rein, raus. Also hier drüben, den übersehe ich irgendwie andauernd. Komm schon, zeig dich jetzt, du Kackabbauteil. Machst du schon was? Energie 5, Betriebskosten, Integrität. Ah, der bohrt doch schon. Ja, der macht schon, also da brauchen wir nichts dran hängen. Ah, ein Ausgabelink erstellen war doch jetzt mit der rechten Maustaste. Und das soll man irgendwie an den Transport, an den Behälter machen. Rechte Maustaste. Ah, jetzt! Da kommt ein Ding raus. Okay. Und wieder Ausgabelink erstellen, eh. Durch den Ausgabelink von Extraktor Uran wird alles dadurch produzierte automatisch an Feststoffbehälter klein geschickt. Mit Ausgabelinks kannst du die Erzeugnisse von Extraktoren und Bildern lagern. Außerdem versorgen sie... Bilder mit den benötigten Ressourcen. Okay. Ja, dann machen wir noch einen Ausgabelink von dem anderen Ding. Wo ist denn das wieder gewesen hier? Da unten. Der müsste ja auch arbeiten. Naja, der bohrt da auch rum. Na, komm her. Machen wir auch einen Ausgabelink auch da drauf auf diesen... Also die Steuerung ist echt... Ach du Scheiße, Mann, das ist ein Tricky. Dann machen wir den auch hier dran. Jetzt haben wir zwei Ausgabelinke an dem einen Teil. Da brauchen wir jetzt wahrscheinlich viel mehr. So, und wahrscheinlich können wir hier gar nichts mehr bauen, weil ich keinen adaptiven Rahmen mehr habe. Also die muss ich definitiv dann mehr holen. Ich hätte ja gerne jetzt noch hier... Ich den auch verbinden? Ausgabelink erstellen. Kann ich von hier einen Ausgabelink erstellen? Geht das? Nein! Ich hält! Oh, kann ich das nicht rückgängig machen? Was war denn das? Ah, der zieht den jetzt. Okay, da können wir den ein bisschen näher her tun. Ich hab den jetzt einfach nur vertan. Jetzt machen wir von dem einen Ausgabelink auf den sicheren Behälter. Ah, das geht nicht. Na gut. Ausgabelink erstellen. Nein, Ansicht umschalten. Abbrechen. Escape. Dann gehen wir wieder in den Baumodus-Tab und gucken mal, was wir noch bauen können. Wohnmodul. Da scheint uns aber das Zeug zu reichen. Mit vier Wänden. Hydrokultur. Ein Wissenschaftswohnmodul. Klein. Ja, wollen wir forschen? Wollen wir hier forschen? Wohnmodul Militär. Ach du Scheiße. Wohnmodul rund. Können wir auch bauen. Ein Hex-Wohnmodul klein. Ein Korridor industriell. Ey, was bauen wir denn jetzt da hier?
Wohnmodul mit vier Wänden, das ist jetzt einfach nur so ein richtiges Kackmodul, so wie es aussieht. Ja, wir bauen so ein wissenschaftliches Ding dahin, oder? Da, die Ressourcen haben wir ja auf jeden Fall, da können wir noch mehr bauen. Hin da. Das haben wir jetzt gebaut, das Wohnmodul. Variation, QT, was? Ja, da steht jetzt einmal Wissenschaftsmodul klein und die Variation 2 ist Wissenschaftswohnmodul viereckig und das, was ist das jetzt? Ich würde ja gerne wissen, was da noch steht. Ändert sich nirgendwo anders noch was? Ist jetzt nur hier. Was bedeutet denn das F... Nicht wirklich aufschlussreiche Helden. Nicht mehr da irgendwas... Sehe ich da was? Ist einfach nur die Optik, oder? Wir nehmen den Klotz, wir nehmen den fetten Klotz, ist nicht so schön, aber ist mir egal, ich will das jetzt haben. Das bauen wir jetzt hin, so. Maus drehen, Höhe anpassen, W und S, was? Was können wir denn hier alles machen? Aber wir können das nach oben bauen, das ist ja cool. Aber die Ansicht gefällt mir nicht, kann ich nicht anders, lass mich doch mal eine andere Ansicht machen. Also, warte mal, V? Nee, geht nicht. Also mit der Ansicht ist ein bisschen schwierig. Das Fundament ist zu hoch. Muss ich da Treppen bauen? Ich komme da ansonsten nicht rein, oder? Scheiße. Die Variationen, Höhe anpassen, drehen, Maus, bestätigen, E. Wir machen das ein bisschen höher, dass wir unten drunter durchlaufen können. So, das probiere ich jetzt. Ah, jetzt! Jetzt ist ein Schuh draus. Jetzt können wir noch anbauen. Haha. Wie gut ist das? Wir haben jetzt ein Wissenschaftswohnmodul so gebaut. Hier können wir ein Hydrokultur-Ding machen, also Pflanzen. Militärisches Wohnmodul. Ich würde die ja mal gern sehen. Ich sehe die nicht richtig. Oh, Mann. Ah, das ist mit Fenster nach oben raus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Sieht ganz gut aus. Wohnmodul rund. Also ich weiß nicht, damit keiner in die Ecken pissen kann oder wie. Ein Hex-Wohnmodul klein. Das sieht so aus, als wenn es nicht so stabil ist. Sieht so aus wie mit Folie nur bezogen irgendwie. Also ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht so. Ich würde sagen, wir bauen so ein militärisches Ding da dran. Komm schon. Da haben wir uns gar nicht so. Da gibt es auch keine andere Variation, oder? Ansicht umschalten V. Ah, jetzt? Ja. Das ist so. Das hätte ich doch gleich mal machen können. Ist doch viel besser. Wo ist denn jetzt das? Ja, aber so gefällt mir das jetzt nicht. Das müssen wir hier vorne dran machen. Bisschen höher alles. Wie konnte man das denn jetzt drehen? Maus. Ah, da können wir es auch hier hinbauen. Ja, okay, das machen wir nochmal mit der Ansicht. Das ist doch besser. Habe ich gerade so festgestellt. Wollen wir das da runterbauen? Das ist zu hoch, finde ich. Vielleicht machen wir es auch da drüben dran. Ja, das macht ja keinen Sinn. Nein, ich will das Fenster nach vorne haben. Also ich hätte gerne mit den Fenstern... Wieso kann ich das nicht drehen? Der dreht das immer weg. Der dreht das um das Gebäude rum. Das ist doch bescheuert. Dann drehe ich das jetzt mal so. Mal gucken, was er jetzt da draus baut. Ja, dann machen wir das so. So will ich es haben. Genau so. Okay. Bauen, dann setzen wir das an. Ah, das können wir jetzt nicht nochmal bauen. Aber Energie schimpft er noch gar nicht, gell?
Aber das können wir noch bauen. Diese Hydrokultur. Oh, diese Hydrokulturkiste hier. Nee, nicht unter die Solarpanels, das macht keinen Sinn. Sollen wir die an das Wohnmodul direkt dran machen vorne? Hier. Ja, komm schon. Gibt's da Variationen? Ah, da gibt's auch zwei Variationen. Das muss ich mir noch angucken vorher. Wie konnte ich die umschalten? QT. Also auch wieder viereckig. Oder so halb angedingst. Wir machen das alles in einem Stil jetzt hier. Oh, da können wir noch eine bauen. Da können wir Pflanzen anbauen hier wahrscheinlich. Ja, da muss ich erstmal Pflanzen irgendwie finden. Wir übertreiben es jetzt nicht mit dem ganzen Zeug. Verdammter Mist. Eine Außenpost-Luftschleuse brauchen wir auch noch. Ja, genau. Wir müssen erstmal da irgendwie reinkommen. Da wäre die Treppe, dass wir reinkommen. Hinter dem Container. Oder sollen wir hier reingehen beim Militärmodul? Übers Militärmodul, ins Wohnmodul und ins... Sollen wir das so machen? Komm, das sieht gut aus, gefällt mir. Gibt es auch wieder Variationen? Bitte nicht. Luftschleuse, Außenpost-Luftschleuse, ganz normal. Erdrehen, Orten, bla, drehen, bauen, eh. Da können wir mehrere Zugänge machen. Ja, wir haben es doch, oder? Das hängt aber in der Luft, das war jetzt nicht so. Das sah jetzt nicht so gut aus. Das hängt doch in der Luft, oder? Das funktioniert da nicht. Aber hier können wir noch einen hinbauen. Hängt das Ding in der Luft? Das wäre ja bescheuert. Ich sehe die kleine Treppe unten nicht. Aber das scheint so vom Bauen her zu gehen. Ach komm, jetzt ran da. Auch noch einen dran. Was kostet die Welt? Davon haben wir eh genug hier. Das wird das Schiff auch leichter. So. Was gibt's hier denn noch so? Eine Werkbank? Ja, die bauen wir doch aber wenn dann drinnen, oder? Die würde ich doch da innen drin einrichten, die Werkbänke. Die würde ich doch nicht hier draußen hinstellen. Ein Geschütz? Ballistisch? Kleines Lasergeschütz, ballistisches Geschütz. Ich glaube, wir schützen uns auch ein bisschen. Komm, 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 komm. Wenn hier irgendwie was sein kann, dass wir angegriffen werden können, dann wäre das schon kacke. Wirkungsbereich, so ein bisschen hier rüber. Eins. Zwei. Oh, jetzt hört's auf. Ah, dann gehen wir eben nochmal auf ein Tickgeschütz, MK1 und Lasergeschütz. Lasergeschütz können wir auch noch machen. Ich glaube, das Lasergeschütz machen wir in die Richtung hier hoch. Muss erst mal gucken, welche Richtung es ausgerichtet. Ja, das passt schon ganz gut so. Und dieses Tickgeschütz noch. Was auch immer das tut. So, was haben wir denn noch? Ah, ja, Leute, das wird eine Baufolge. Okay, ich werde das umändern in die Baufolge. Der erste, ja, Sanitär-Minibot, Garten-Minibot. Das ist jetzt drin, ne? Eine Lagerkiste, das ist doch aber alles Zeug, was ich drinnen aufhängen will. Wie, also, da muss ich die Ansicht umschalten, das macht ja so keinen Sinn. Scan-Booster. Und Schiffslandeplatz. Oh, verdammt, wir können keinen Schiffslandeplatz bauen. Da habe ich jetzt das Zeug zu sehr rausgehauen. Eisen brauchen wir da. Und adaptive Rahmen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall viel Eisen kaufen und adaptive Rahmen kaufen. Kann ich das jetzt hier irgendwie wieder so markieren? Für Ressourcen. Nicht ausreichende Ressourcen, ja. Und jetzt hätte ich das gerne verfolgt. Nee, das macht nichts. Geht so nicht. Landeplatz klein. Können wir den... Ah, können wir auch nicht machen. Verflixt.
Aber ein Schrottbörsenterminal, die können wir noch bauen. Das machen wir auch. Moment. Das mache ich aber jetzt anders. Jetzt gehen wir mal hier ganz raus. Nein. Ah doch, wir speichern mal. Nein. Speichern, verdammt. Einmal sicher speichern hier, dass ich hier ganz Mist umsonst gemacht habe, wenn hier was schief läuft. Ah doch, hier ist eine kleine Treppe. Jetzt will ich das mal sehen hier. Komm. Riesiger Fan. Wir haben ein neues Zuhause. Da drin sind wir dann auch geschützt. Wo bist denn du? Das ist aber ganz schön karg. Ach, du grüne Neune. Das ist echt ganz schön karg hier. Ja, riesiger Fan. Du nimmst den anderen Weg. Das ist auch in Ordnung. Mach zu das Ding, dass hier kein Dreck reinkommt. So, hier können wir auf jeden Fall dann wahrscheinlich Pflanzen anbauen, weil Licht. Sonne haben wir ja. Ich bin schon wieder bei 46 Minuten. Ich könnte einfach weiter datteln. Ich will gar nicht aufhören, aber die Folgen werden zu lang. Verdammter Mist, ey, echt. So, wenn ich jetzt das Ding nehme, dann kann ich doch hier drinnen bestimmt ausrüsten. Sehe ich das richtig? Außenposten. R. Ja, tatsächlich. So habe ich mir das gewünscht. So, jetzt sind wir in unserem Haupt. Jetzt gucke ich mal nach Sachen, die ich noch bauen kann. Nein, jetzt habe ich das Ding da. Kann ich den wieder irgendwie wegbauen? Oder so ein Mist, das wollte ich nicht. Modifizieren, Tab. Bewegen. So, nicht dahin. Wo machen wir denn das Ding hin jetzt hier? Stellen wir den hier mal in die Ecke, oder? Was ist das überhaupt? Was habe ich da gebaut? Kann ich den nochmal entfernen? Bestätigen, Maus, Umschalt, Ansicht, abbrechen, E. Jetzt ist er weg. So. Ja, es ist eine Auftragsbörse, sie steht halt doch noch da. Oh. Bewegen. Die Auftragsbörse stellen wir hier hin, ins Eck. So, wir können auf unserer Mist. Hier, nehmen wir mal Aufträge an, Kanaille. So, Baumodus, was haben wir denn jetzt noch hier drin? Gebäude, das ist alles draußen. Industrie. Ah, jetzt sieht's aber die Werkbänke. Mensch, zurück. Wie war das jetzt hier hin und her? Oh. Langsam, langsam, langsam. Lager, Bilds, Gebäude. So, die Werkbänke. Die kann ich auch noch. Oh, ich kann noch eine Werkbank bauen. Welche ist denn da? Ja, die industrielle Werkbank. Damit konnte ich doch diese Rahmen dann wahrscheinlich bauen. Wo zimmern wir denn das Ding hin? So, die industrielle ging noch. Eine Kochstation geht nicht mehr. Das geht auch nicht. Das auch nicht. Es geht jetzt wohl alles nicht mehr. Von den Herstellungssachen. Okay. Da können wir auf jeden Fall. Ja gut, da brauchen wir direkt Ressourcen. Das sind. Ja, wir müssen definitiv Ressourcen sammeln gehen wieder, wenn wir hier weiterbauen wollen. Aber mir war es wichtig, dass wir das jetzt endlich mal gemacht haben. Und vor allem, dass ich nicht vergesse, ich habe mir das ja als Challenge an mich selbst gesetzt in der letzten Folge. Geschütz hier drin brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ein Roboter. Können wir auch nicht mehr bauen. Aber Sofa und Stuhl und so ein Scheiß. Ein Hocker. Ein Bett, damit wir schlafen können. Ein Schlafsack können wir auch erstmal knallen. Sollen wir hier in dem Militärtrakt schlafen hier vorne oder sollen wir hier? Nee, wir machen. Ich will jetzt erstmal einen Schlafsack, nein, einen Tisch. Einen Kaffeetisch. Navigationskonsole können wir auch bauen. Aber da fehlt uns ein bisschen. Na, das geht noch nicht. Ein Holzschreibtisch. Das ist doch toll. Können wir da auch Zeug draufbacken auf den Schreibtisch oder steht er einfach nur rum? Ein Konsolentisch. Ein Schrank. Ein Wandschrank. Geht nicht mehr, aber ein normaler Schrank geht noch. Aber ich weiß gar nicht, wir haben Lagerkisten. Genau, sowas brauchen wir. Dass wir hier Zeug rausknallen können. Was passt denn da rein in so ein Ding? Ein Scheinwerfer tragbar. Was, das Ding kann man mitnehmen? Das ist nur zum Hinstellen, oder? Ein schönes Bild. Ein Poster. Wisst ihr, was genial wäre, wenn man hier Bilder von sich selbst reintun könnte? Also, die man im Spiel geschossen hat. Das wäre ja genial.
Was hat er denn da für Variationen? Wie ging das mit den Variationen nochmal? Tee. Kuhn-Tee. Ja, da war doch gerade so ein toller Astronaut. Muselmi. Clean up. Das Vipers Nest. Danger. Das ist doch schön. So in die Schlafecke. Wo schlafen wir denn überhaupt? Das hier kann, kann man auch Türen einbauen übrigens. Zwischen den Modulen. Das wäre jetzt nicht schlecht. Toiletten, Topfpflanzen, ach du Grüne. Ein Wandteppich. Skyrim lässt grüßen, oder wie? Oh, wir sind bei 51 Minuten. Verdammter Mist, wir müssen echt aufhören. Das wird sonst wieder zu lang. Oh, so. Eine Ausstellungspuppe. Datenanzeigeanalyse. Das sind die kleinen Sachen, die man so hinhauen kann. Was ist das denn? Ein Schaukasten. Ein Helmständer. Oh, Waffenschrank. Der kommt hier drüben rein. Ah, den kann ich nicht bauen. Das wäre ein Waffenständer, geht auch nicht. Was bist denn du? Du bist ein Waffenkoffer. Hier können wir einen Rucksack hinhängen. Ein Rucksackständer. Echt jetzt? Was du alles machen kannst in dem Spiel, ist unbegreiflich. Das geht nicht, das ist draußen. Zurück. Ah ne, das sind die Variationen. Oh, ich merke mir einfach C. Ah, Geschütze können wir auch hier drinnen bauen. Sanitärroboter. Garten-Minibot. Ein Ingenieursroboter. Erhöht die Produktionsrate von produzierten Waren um 10. Achso, den können wir da hinten bauen. Das ist auch genial. So, hier haben wir einen Sessel. Ich glaube, wir sollten jetzt... Ein Sofa gibt es auch. Ja, aber so richtig toll ist das hier nicht. Das ist nicht gemütlich bis jetzt, ne? Ein Sofa neben der Bank. Und da haben wir auch nur noch Aluminium 3. Ich weiß nicht, wir sollten vielleicht eher ein Bett bauen, dass man hier mal schlafen kann. Ein ganz normales Bett. Weil da ist nämlich auch Aluminium fällig. Das machen wir hier hinten in die Ecke, in ein bisschen dunkleren Bereich. Komm. Schön ist es nicht, aber wir haben ein Bett. Ich glaube, jetzt können wir eh nicht mehr viel machen. Ah, einen Schlafsack könnten wir noch machen für unseren Fan, wenn der auch schlafen soll. Schreibtisch. Ah, scheiße, die Kiste. Ich... Mann, ich komme von einem ins andere immer. Dekoration, so eine Lagerkiste. Ja, und da fehlt mir jetzt Aluminium jetzt. So Mist. Egal, raus jetzt hier. Weiterspielen. Der erste Außenposten. Das gucken wir uns jetzt noch von draußen an. Ich brauche hier ein Bild für ein Thumbnail. Was? Ey, sag mal, du hast die falsche Tür zugemacht, du Depp. Ich will da raus. Boah, hier brennt aber der Planet, hey. Oh, das wird ja wieder grell. Ach du Scheiße. Da kannst du ja gar kein Bild draus machen. Da schlafe ich nochmal. Komm, das machen wir lieber abends. Ein bisschen später. Die Sonne ist ja voll im Zenit hier. Oder halt von drinnen. Viel zu hell. Da können wir gleich mal das Bett testen. 5 Stunden. Auf geht's. Jetzt wird es dunkler draußen, so wie es aussieht. Hoffentlich nicht ganz, aber hoffentlich nicht komplett dunkel. Das wäre natürlich Mist. Jetzt haben wir 5 Stunden gepennt hier. So, riesiger Fan, du bleibst da drin. Naja. Also, so viel dunkler ist es jetzt auch nicht. Aber die Sonne wandert, das ist schon mal schön. Sieht besser aus, glaube ich. Also. Riesiger Fan, komm zu mir. Wir gucken uns mal den ersten Außenposten an, den ich da versucht habe zu bauen. Kann ich eigentlich auch mal ein Schiff drauf hüpfen irgendwie, von oben runter schauen?
Das sieht alles nicht so toll aus. So könnte man vielleicht, da könnte ich vielleicht einen rausbauen. Gehen wir nochmal aus. Ah, jetzt, das machen wir noch schnell. Wir gucken mal da in den... Ah, verdammt. Wir gucken mal hier hin, ob da... Ja, tatsächlich, Iridium-Uran. Du trägst die Last der Galaxie auf deinen Schultern. Ich kann nur staunen. Ja, also ich kann nur staunen. Wie kann ich helfen, mein großes, mächtiges Vorbild? Du kannst ja, mein Iridium schleppen. Der Tauschhandel mit dir ist ein heiliges Ritual. Wie viel bin ich überlastet hier? Ich habe 219 von 145, da komme ich ja nie an dem Behälter da oben. Oder sowas. Nee, wir probieren es, komm. Wir haben das Ding jetzt auf jeden Fall leer gemacht. Jetzt dauert es natürlich nicht lange und meine Energie ist so gut wie tot. Ja, es geht schon noch. Ach, verdammt, ich kann da gar nichts reintun. Sicheres Lager für... Bewegen. Löschen. Ausgabelink. Außenposten. Ja, ich weiß, dass ich zu schwer bin. Was kann ich denn jetzt hier machen? Lagerhaus klein. Bewegen. Was passiert da? Abbrechen. Ah, Transfer mit R. Jetzt. Ich will da Zeug reinschmeißen. Ich bin doch nicht irre. Also ich kann das auch so machen. Das ist gut. Inventar. Meine Ressourcen. Hä? Wieso kann ich denn da nicht Lagerzeug reinpacken? Alles? Aus der Frontier? Nein, will ich nicht. Inventar. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch gerade hier übelstes Zeug von der eingesammelt da unten von dem. Warum konnte ich das denn nicht reinpacken? Ja, da müssen wir halt mal Ressourcen von der New Frontier hier reinpacken. In das sichere Lager. Und das hat eine Kapazität von 1500. Es kann nicht mehr gelagert werden. Der kann nur 73. Oh, das ist ja ein Witz. Das, also, das ist aber nicht viel. Da müssen wir mehr solche sicheren Lager bauen. Das ist ja riesig, mini klein. Verbrennung verbessert, echt. Jetzt renne ich wieder da runter und pack den Scheiß rein. Aber ihr Lieben, das machen wir in der nächsten. Also mache ich jetzt offline schnell das Ausräumen. Hier sieht es gut aus. Gefällt mir ganz gut, unser Außenposten. Kann man sich mal antun. Riesiger Fan, du hängst da unten dumm rum. Irgendwie so werde ich hier ein Thumbnail rausbauen, aus irgendwas davon. Vielleicht von oben. Der Ausblick vom Außenposten aus. Ja, das muss jetzt reichen. Verdammt. Also ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo für die nächsten Folgen, dass ihr weiter dran bleibt. Wir haben den ersten Außenposten angefangen, noch nicht fertig. Ja, cool. Ich bin raus, habt einen schönen Abend und wie immer auf meinem Kanal. Tschö mit Ö.